Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute wollen wir uns nochmal mit der Smartwatch von Gepantech, die 60F, befassen. Und zwar möchte ich euch heute mal kurz meine Eindrücke und Erfahrungen schildern, die ich mit der Smartwatch hier gesammelt habe. Also, ich würde sagen, kommt mal mit rüber und lasst uns beginnen. Auf geht's! Fangen wir erstmal mit der Verarbeitung an. Da gibt es in meinen Augen nichts auszusetzen. Die Verarbeitung ist wirklich gut. Und in den 3 Wochen, die ich jetzt hier getragen habe und ich auch teilweise mit ihr angeeckt bin, gibt es hier eigentlich keine Macken. Hier ist alles noch super top in Ordnung. Auch der Knopf hier an der Seite ist noch richtig schön knackig. Der Knopf zum Ein- und Ausschalten oder zum Aktivieren des Bildschirms bzw. Display, auch das passt. Und egal welches Armband man jetzt hier dran hat, ob man jetzt hier dieses mit magnetische Metallarmband oder dann halt jetzt hier das Gummiarmband, sie wirkt definitiv schick am Armgelenk. Zu der Bedienung jetzt mit der Uhr durch das Wischgesten und Touchen, ne? Kann man auch nicht meckern. Alles funktioniert ratzefatze. Das Einzigste, was mir da jetzt so aufgefallen ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel, ich sage das jetzt mal hier, auf der App-Seite ist, dass wenn man jetzt ganz runter scrollt und man ist jetzt in der letzten Leiste, dass man, wenn man direkt auf das Icon drückt, oder auf die Anwendung drückt, nichts passiert, sondern ich musste immer so etwas oberhalb touchen, damit man dann halt quasi jetzt wie hier in den Einstellungen zu den Einstellungen kommt, ne? Wo ich jetzt hier Batterie sehe, wir haben jetzt hier 46% drauf. In den 3 Wochen, die ich sie getragen habe, habe ich sie einmal aufgeladen, bin damit quasi ja so 2 Wochen, etwa 2 Wochen hingekommen mit einer Akkuladung und habe die dann ja bei 30% dann wieder drangehangen. Also es wäre bestimmt noch ein bisschen länger gegangen, aber ich habe sie wie gesagt bei 30% Akkuladung dann quasi mit diesem Ladekonnektorstecker geladen und ich denke mal so eine halbe Stunde brauchst, bis die Uhr voll ist. Generell kann man sagen, dass man alles gut ablesen kann. Ob jetzt hier auf dem Screen, wo angezeigt wird, wie viele Schritte man hat, wie viele Kalorien man verbraucht hat und wie viele Kilometer man zurück hat, bis hin zu den Herzfrequenzen messen oder Schlaf und Wetteranzeige, ist alles gut sichtbar, außer ihr steht direkt in der Sonne, dann wird es schon definitiv schwierig, da auch was zu erkennen. Jetzt zu den Apps bzw. zu der App, mit der sich die Smartwatch hier auf euren Smartphone quasi verbindet und interagiert. Und zwar ist das hier die FitCloud Pro. Und da kann ich euch schon mal sagen, dass es im Wesentlichen keine großen Unterschiede gibt in der Android-Version oder der iOS-Version. Die Funktionen sind alle dieselben und es gibt für keinen der beiden Nutzer irgendwelche Vorteile oder Nachteile dann dementsprechend. Wie man gleich sieht auf dem Screen, wenn man die App aktiviert hat, die aktuell gelaufenen Schritte, dann haben wir hier unten noch eine Schlaf, Puls, EKG-Messung, Blutdruck und Sauerstoff. Dasselbe ist hier ja bei der Android-Version auch. Drückt man jetzt hier auf die gelaufenen Schritte, kommt man dann auf die ja detailliertere Anzeige, zum Beispiel heute oder diese Woche oder dieser Monat. Und da könnt ihr sehen, was ihr jetzt zum Beispiel im Monat, wie viele Schritte ihr gelaufen seid, wie viele Kilometer, was für Kalorien ihr verbrannt habt und so weiter und so fort.
Dann haben wir hier unten ja auch noch, wie zum Beispiel Puls. Ich mache das jetzt mal bei Android hier. Wir gehen jetzt mal hier Puls. Ja, gut, hier heißt Puls. Bei Android heißt das halt jetzt Herzrate. Aber ne. So, und da fällt euch auf. Also ich habe mit die Uhr mit beiden Smartphones verbunden gehabt. Ich nutze sie jetzt aber nur mit iOS. Nichtsdestotrotz gibt es hier keine Aufzeichnung. Es würde bei iOS hier jetzt auch keine geben, wenn ihr nicht quasi unter Device und dann unter Gesundheitsverlauf, bei Android wäre es kontinuierliche Überwachung. Ja, das kann ich jetzt nicht, weil die Uhr getrennt ist. Aber da habe ich hier zum Beispiel quasi den Haken gesetzt, habe mir eine Zeit eingestellt, wenn die Uhr morgens quasi alles messen soll, wie zum Beispiel Puls, Sauerstoff und Blutdruck und tralala. Und da habe ich 6:30 Uhr eingegeben und abends dann, also gegen Abend 17 Uhr nochmal. Und so speichert er dann die Daten und so habt ihr dann quasi einen schönen Verlauf, wo ihr dann immer gucken könnt, ne? Und der, zum Beispiel jetzt hier, wie mein Puls am 28.08. war und wie er denn zum Vergleich heute ist. Drückt man drauf, kriegt man noch eine genauere Ansicht mit, ja, so ein paar kleinen Notizen hier, die einen helfen soll, so ein bisschen die Werte zu verstehen. Dann haben wir hier noch das EKG. Hier steht ECG und bei Android steht auch ECG. Diese Daten, die werden immer gespeichert. Um ein EKG zu machen, die müsst ihr dann manuell starten. Die wird nicht mit in euren, ja, Gesundheitsverlauf bzw. eure täglichen Messen mit aufgezeichnet. Also das müsst ihr selber machen und dann kriegt ihr auch schöne Werte. Wir können das jetzt hier kurz mal probieren hier. Tollen Ton gibt es auch mit dazu. Nach Abschluss der Messung erhält man dann hier so ein schönes Ergebnis, wie zum Beispiel der Gesundheitsindex beträgt jetzt bei mir 78, Ermüdungsindex 36, mentale Belastung 30, körperliche und geistige Belastung 35 und Herzfunktion liegt bei 87%. Oder ja, ich nehme an, das in Prozent oder Punkten. Inwiefern man das jetzt einordnet, kann ich nicht sagen, da ich kein Arzt bin, weiß ich nicht. Kommen wir jetzt noch mal schnell zu den Benachrichtigungen. Zu den einen könnt ihr die Benachrichtigung über den App-Tor, sage ich jetzt mal, aufrufen. Und dann kriegt ihr hier so eine schöne Liste angezeigt. Das funktioniert wunderbar. Man kann die Schrift auch gut lesen. Das sind jetzt hier nur so Auszüge. Man kann aber auch längere Texte lesen. Das hier. Nö. Ich will das jetzt gar nicht groß zeigen. Die werden auch deutlich angezeigt und kann sie dann immer wieder abrufen und selber löschen. Und es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, wie man jetzt die neuesten Nachrichten quasi aufrufen kann über ein kleines Display von unten nach oben wischen. Und so kommt ihr auch in die Nachrichtenzentrale. Was für Nachrichten ihr bekommt, das hängt davon ab, was ihr hier auf eurem Smartphone quasi freigegeben habt. Wir haben jetzt hier SMS-Alarm, da geht man mal drauf. Und da habt ihr hier zum Beispiel, könnt ihr E-Mails euch anzeigen lassen, SMS-Nachrichten, Anrufsignal. Und dann geht es hier weiter, ne, mit Facebook, Twitter und weiter, Instagram. Ich habe mir jetzt nur WhatsApp und Instagram und Snapchat hier und das reicht mir auch völlig aus. Das funktioniert ganz gut. Ich möchte euch jetzt hier noch zeigen, wenn man jetzt hier auf, ich sage jetzt mal, auf den Startscreen ist, wenn man jetzt von oben nach unten wischt, kommt man quasi auch zu den Einstellungen. Da hat man hier die Möglichkeiten, direkt zu den Einstellungen zu gehen.
oder Menüstil zu ändern, die Helligkeit sich einzustellen und ja, Infos und die Uhr ausschalten. Ja, das so noch nebenbei. Womit ich nicht ganz so zufrieden bin, ist der Schlafmodus. Ich zeige das hier mal an mein Smartphone. Jetzt die Nacht hat er gut aufgezeichnet. Ich habe geschlafen 6 Stunden und 47 Minuten. Aber wenn ich mal auf die Woche gehe hier, ja, dann haben wir hier gestern hat er gar nicht aufgezeichnet. Hier am 28. hat er auch nicht aufgezeichnet. Und zwischendurch, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht. Entweder ist die Uhr zu locker oder keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht geschlafen, was ich aber nicht glaube. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen macht die Uhr das, was sie soll und ist auch wirklich ganz schick. Wasserfest ist sie ja auch, ne? Ihr könnt damit auch duschen gehen oder eine Runde schwimmen. Sollte auch funktionieren. Ansonsten Wecker, ja? Ihr könnt euch auch mit der Uhr wecken lassen. Aber den Wecker kann man nicht über die Uhr einstellen. Auch da müsst ihr wieder in die App gehen und unter Wecker, ja, da gebt ihr dann hier eure Zeit ein, wo ihr euch dann wecken lassen wollt. Und ja, ob das nur einmal ist oder mehrmals, das geht auch. Schön wäre es gewesen, wenn man hätte vielleicht den Wecker auch quasi an der Uhr selbst einstellen können. Was auch soweit funktioniert, ist quasi die Kontrolle über eure Musik, die ihr mit euch rumtragt. Das funktioniert auch ganz gut. Und jetzt startet's. Ich mache die Musik jetzt mal nicht ganz so laut. Titel vor, Titel zurück, laut und leise stellen. Also das funktioniert alles, das kann man damit auch machen. Wichtig ist nur, dass ihr quasi eure ja, Musik-App startet und ja, alles Weitere ergibt sich dann, ne? Wie man das Ziffernblatt ändert, habe ich euch ja auch schon in einem Unboxing-Video gezeigt, ne? Ja, könnt ihr hier auf Zifferblatt gehen. Da habt ihr hier eine kleine Auswahl. Das sind jetzt die Ziffernblätter, die ich schon drauf habe auf der Uhr. Also er tut sie sich runterladen und synchronisiert das. Wir können ja auch die bearbeiten, löschen. Wenn hier für keinen was dabei ist, ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin jetzt hier mit diesen tollen Planeten super zufrieden. Das andere ist mir alles so ein bisschen überladen und das ist mir zu wenig. Okay, das jetzt dazu. Im Großen und Ganzen bin ich doch zufrieden mit der Uhr. Man sollte auch nicht vergessen, dass diese Uhr 45 € kostet, wie so manch andere Uhren. Deswegen wäre ich auch vorsichtig mit den Gesundheitsdaten, die diese Uhr hier ausspuckt. Ist natürlich was Interessantes, wenn man sich selber ein EKG schreiben kann und sowas, aber ich wäre da echt vorsichtig. Ich weiß ja nicht, bin mir nicht ganz so sicher, wie die Technik dahinter funktioniert. Und ich meine, es sind allerhand Sensoren hier hinten drauf. Und ich persönlich kann die Uhr empfehlen für jemanden, der sich gerne eine Smartwatch sich zulegen möchte, die aber nicht so teuer ist. Ich finde, sie macht um den Armgelenk, ob jetzt mit dem Metallarmband oder jetzt hier mit dem Gummiarmband, eine gute Figur um Armgelenk. Das passt schon alles. Wie üblich setze ich natürlich einen Link in die Videobeschreibung und wenn ihr vielleicht noch Fragen habt zu der Uhr, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Sofern ich weiß, werde ich darauf antworten oder vielleicht antwortet hier einer aus meiner Community. Und ich würde sagen, wir sind dann heute auch schon durch mit dem Video und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ansonsten sage ich erstmal Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!